Hi Leute, zu neuem Vlog, nämlich Vlog 35. Und mein Thema heute ist Geburtstage. Ja, Geburtstag hat man eigentlich nur einmal im Jahr. Also wer zweimal im Jahr hat, der kann sich glücklich schätzen. Aber andererseits ist derjenige ganz schön komisch, zweimal Geburtstag zu haben, weil man ist ja nur einmal geboren, obwohl bei Jesus ist das ja so eine andere Sache, ne? Ja, der ist wahrscheinlich zweimal geboren, dadurch durch diese Wiederauferstehung und normale Geburt und sonst was. Ja, Geburtstage ist halt auch so eine Sache. Es gibt einige Geburtstage, die gefeiert werden, andere, die einfach nur dran erinnert werden oder sonst was, wie zum Beispiel an Weihnachten, Christis Geburt. Ja, also in der Kirche wird immer gesagt, wir feiern Geburtstag heute. Und tun wir eigentlich gar nicht, aber naja. Ja, das Geburtstagsgeschenk ist eigentlich nur so eine Geste. Also früher war das immer so, dass die Leute, die hochadelig waren, beispielsweise Könige oder Prinzen, die wurden beschenkt. Also reichlich beschenkt vom Volk. Sonst gab es ja vielleicht auch bei den Bauern und so kleine Sachen zum Geburtstag. Hingegen, wer den Kalender nicht lesen konnte, wusste dann dementsprechend ja nicht, wann sein Geburtstag ist. Heutzutage wird das einfach ja gemacht, dass einfach alle so Geschenke kriegen. Oder Geschenke kriegen sollten. Oder irgendwie Sette oder sonst was. Bei den kleineren ist das eher so, dass das wirklich richtig, richtig groß gefeiert wird. Weil die sich irgendwie enorm drauf freuen, älter zu werden. Also, bei den Erwachseneren ist das so, dass es eher ja auf die Zahlen, so wie zum Beispiel 30, 40, 50, 60 gefeiert wird und dazwischen, naja, ich habe Geburtstag und ja, auf dem 18. Geburtstag freuen sich hauptsächlich die Jugendlichen, weil sie dann alles machen dürfen, hier zumindest in Deutschland. In anderen Ländern ist das so, dass das dann erst ab 21 ist. Also ab 21 erst die Volljährigkeit ist. Und deswegen so 18 für die so, ja, pff, ich bin jetzt 18. Komfort. Und bei uns ist es halt so, wie jetzt bin ich 21. Pff, ja, okay, jetzt kann ich alles in den anderen Ländern auch machen. Aber hier, pff, Komfort. Und ja, das ist halt so. Das war's von mir, von meinem Vlog. Ich hoffe, euch hat der gefallen. Er war ein bisschen kurz, aber über Geburtstage gibt es halt nicht so viel zu reden. Ach, falls jemand Interesse hat an meinem Geburtstag. Mein Geburtstag ist der Tag, an dem ich diesen Channel gegründet habe. So, wer das nicht weiß, der sollte mal überlegen, wofür das 615 steht. Und ja. Ja, das war's von mir. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder. Also, ciao.